Willkommen zu einer neuen Unboxing auf der Satox. Diesmal mit dem letzten Volume von Higurashi no Naku Koro ni, beziehungsweise When They Cry. Der englische Titel steht ja gar nicht mehr drauf. Ja, mit dem Päckchen war noch einige Papierkram. Außer tolle I Love Honeymoon Aufkleber. Habe ich schon noch ein paar von mit dem Usagi Drop, mit dem Yusuke no Sora Motiv. Und Werbung für einen Shop. Zusätzlich habe ich mir im Shop noch diesen schönen Beutel mit Rika gekauft und hier die Aufschrift von Higurashi. Ich wollte ihn einfach haben, deswegen habe ich ihn mitgenommen. So, ja, aber jetzt geht es ja hier drum. Das letzte Volume ist jetzt eigentlich schon ein paar Tage draußen, aber ich hole jetzt einige Sachen auf und ich hoffe, ich werde dann irgendwann mal wieder ein bisschen auf dem aktuellen Stand sein. Und ja, ich packe euch übrigens mal ein Link in die Videobeschreibung, wo ihr euch das gute Stück auch kaufen könnt. Ja, hier haben wir es in der Steelcase Edition. Mit sechs Waffen-Art-Cards. Mal gucken. Hier sind die Episoden 22 bis 26 drauf. Damit ist die erste Staffel komplett abgeschlossen. Aber ihr werdet wahrscheinlich trotzdem große Fragezeichen im Gesicht haben. Deswegen, zum Glück wurde es schon angekündigt und man kann es auch schon vorbestellen. Verlinke ich euch schon mal in der Videobeschreibung. Die zweite Staffel. Innerhalb der ersten Folgen wird dann dieses Fragezeichen bei euch immer kleiner werden. Das kann ich euch versprechen. Ach, hier sehen wir die Artcards. Ach, die ganzen Sachen, die da verwendet wurden. So, was haben wir hier? Das Bildformat ist in 16 zu 9 Full HD. Ton ist im Deutsch und Japanischen in 2.0. Untertitel Deutsch und die Laufzeit beträgt 142 Minuten. Als Extras sind dabei. Digitale Extras sind dabei, Textless Opening und Ending und eine Bonusfolge. Gut, hier haben wir das gute Stück. Ich das mal raus. Und so sieht dann das Steelbook von hinten aus mit den Baseballschläger. Hier haben wir die Scheibe und hier ist auch gleich Werbung, was ich eben schon gesagt hatte. Das erste Volume der zweiten Staffel kann man schon vorbestellen. Was haben wir hier noch? Ach, hier ist der Episoden-Guide von dem Volume dabei. Und dann haben wir hier die ganzen Waffen, die so in dem Spiel, in der Serie verwendet wurden. Ist auf der Rückseite. Ach, hier sind sogar noch jede Menge Infos mit dabei. Handhabung, Präzision. Also wie man hier bei den Bildern schon sehen kann, ist es definitiv. Es ist keine Serie für schwache Nerven. Und einige Sachen sind wirklich echt grenzwertig. Aber ich finde, das ist so das Beste, was es eigentlich so im Horror-Genre mit Anime gibt. Sollte man auf alle Fälle, wenn man nicht allzu schwache Nerven hat, mal angucken. So, dahinter haben wir noch ein kurzes Bild. Und das war's auch schon. Nochmal das nicht Steelbook, das Future Pack in beziehungsweise Steel Case ist es ja. Und dann, ja, schaut mal bei den Links in der Videobeschreibung vorbei, stellt mir für die Buchmesse eure Fragen und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.